Yo Freunde, Darky's back und ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es eine richtig geile Reaction und zwar auf Kirito's Gameplay. Er ist Platz 25 mit Catalyst in Deutschland und ich bin da ultra gespannt drauf, was wir jetzt in diesem Gameplay sehen dürfen. Was gibt es sozusagen? Er ist PS5-Spieler, also das heißt, wir werden eine Konsolenlobby sehen. Originalvideo ist in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lasst ihr noch liebe Grüße von mir da, es würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, es würde mich sehr freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, also Konsolenlobbys. Also er spielt ja auf der PlayStation 5. Das heißt, wir werden jetzt nur eine reine Konsolenlobby sehen. Oder ich weiß nicht, ob man das auch bei der Konsole ausstellen kann, dass man mit PC-Spielern dann so in eine Lobby gemischt wird. Aber ich glaube nicht. Nur wenn man mit einem PC-Spieler spielt. Ja. Jawohl, der erste Kill ist schon mal da. Zweite. Die Cute leider weg. Und kriegt er sie noch? Boah, schon die kriegst du noch. Sehr schön. Was ich schön finde, er hat das Video auch selber so ein bisschen geschnitten anscheinend. Also er hat jetzt gerade einen Cut reingemacht. Sehr schön. Gut, dass du mir die Arbeit erleichterst. Das scheint schon richtig abzugehen. Komm schon. Okay, also. Was war das für ein Newcastle, Alter? Also das war ja jetzt schon richtig lost. Das war ja ein Free-Kill des Todes, Diggi. Dark, cracked. Jetzt kommt die Ult von ihr. Ich weiß noch am Anfang, wo ich immer so gesagt habe, ja, die Ult von Cat ist übelst schwach, weil die so klein ist. Aber, also, sie ist, für meine Verhältnisse ist sie schon klein, aber die macht ultra viel aus. Also, die ist stärker, als ich am Anfang gedacht habe, so kann man sagen. Stark. Da haben wir schon Steps. Ja. Noch ein Zweierscope, das ist schon mal besser. Könntest du da jetzt easy hochrennen? Rennt er hoch? Oder schießt er jetzt? Er schießt. Also der hat schon echt krasses Aim, ne? So, vor allem mit Controller, wenn du dann so auf ein bisschen auf Range spielst, dann ist der Aim Assist ja nicht mal so am Start. Dann noch was zu hitten mit einer 301 oder vor allem mit einer Flatline, das ist schon ein Talent für sich. War die Q jetzt da weg? War die verbuggt? Okay, da kommt er hoch. Sehr stark. Die Snacke, nice. Sehr stark. So und nicht anders, Kollege. Ist da was? Ja, ich höre einen Seer. Ja. Kommt er da? Nice, sehr gut. Und noch ein Seer ist irgendwo. Ja, perfekt. Holen die auch noch. Stabil. So, also. Wir sehen es jetzt gerade und wir haben es auch gerade gehört. Der Seer hat mit einer Rampage gespielt. Also wir können uns jetzt das sage ich jetzt öffentlich in diesem Video. Die Rampage ist die schlechteste Waffe, die es gibt. Also die ist so ass und das hat man gerade gesehen. Vor allem im Nahkampf gerade hat er gar nichts getroffen, der Typ. Richtig unlucky. Und ich weiß es nicht, ob es da Unterschiede zwischen Konsole und PC gibt. Dass Konsolenspieler die Rampage gerne spielen? Wegen Aim Assist? I don't know, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch Konsolenspieler hassen die Waffe.
Oh, sehr schön, die Katze immer. Wenn ich einen kleinen Tipp geben darf, du kannst die Katze auch gerne früher machen. Muss man das Loot nicht sehen. Was jetzt für mich kein Problem ist, aber nur so ein kleiner Tipp. Der hat so ein, der hat so ein schönes Aim, wirklich. Kommt mir so vor, als hätte der gar kein Recoil. Oh, die ist, glaube ich, One-Shot oder die hat sich, glaube ich, gerade einfach nur ein Bett gezogen. Dürfte sich aber nur ein Bett gezogen haben. Oh, sehr stark. Oh, heal dich, heal dich. Gute Q, sehr gut. Dann können die jetzt nicht von der Seite aus pushen. Oh, drückt jetzt Medikit rein. Was ich auch fühlen würde, ist, wenn man so Heatschieder mal zerstören könnte, ne? Abschießen könnte. Das wäre lustig. Genau, push ihn. Sehr stark. Finishen. Für Sheetswap. Gut. Wir haben jetzt fast 2000 Damage. Und da kommt der nächste. Ich glaube, das ist The Wraith, oder? Ne, Lifeline. Die den Banner genommen hat. Ey, also, das ist ja... Also, was ist das? Was war das für eine Lifeline? Die verteidigen sich, glaube ich, überhaupt nicht in dem Game, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin auch momentan so mit Kirito und Moin in so einem Ranked-Team. Also, wir spielen sehr, sehr viel Ranked zusammen momentan. Und da geht es echt steil voran. Ich bin jetzt momentan Platin 2 noch. Wieder ein sehr schöner Cut. Also, wirklich, also... Für die Reaction wunderbar gemacht. Da hat's eben nachgelassen. Nein. Wie gesagt, so auf Range mit einer 301 ist ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wir sind jetzt halt in unserem Ranked-Team. Wir spielen sehr, sehr viel Ranked. Ich bin momentan Platin 2. Wir wollten eigentlich Road to Master machen, aber das ist einfach... zeittechnisch momentan nicht so ganz drin, deswegen einfach nur Road to Diamond und wollen das in der nächsten Season in Angriff nehmen. Und ich hoffe, die ändern nichts am Ranked-System, weil das mit den Punkten und so weiter, das ist wirklich wunderbar gemacht jetzt. Das kann man so lassen. Also Ranked ist wirklich so vom System her also wirklich perfekt. Ey, sehr schön. Das ist wirklich sehr schönes Aim. Ja. Okay, perfekt. Eine sehr starke Ult. Und pushen. Kannst du... Oh, eine Vantage, okay. Perfekt, die Ult ist ja perfekt. Der kann jetzt einfach ganz easy wieder zurücklaufen. Und die Vantage steht da jetzt irgendwo. Ja. Und kann mit ihrer Ult gar nichts machen. Sehr stark. Super stark. Sehr gut gemacht. Aber was wir jetzt alle zusammen merken hier, ne? Ich mach mal kurz Pause. Wir merken alle, dass so Konsolenlobbys halt wirklich, wie sagt man dazu, viel, viel ruhiger sind, wisst ihr? Also, da ist nicht so viel Action am Start. So, bei mir auf den PC-Lobbys, da denkst du manchmal, da ist jetzt hier irgendwie, da hat irgendwie ein Schwitzer eine Party veranstaltet und alle kommen da und dann geht's da richtig ab und Armageddon und so ein Zeug. Aber hier ist so wirklich ganz entspannt. War auch wirklich mal so am Überlegen, ob ich mir vielleicht mal aus Spaß so eine Xbox Series S kaufe und dann da mal so ein bisschen mit meinem Account drauf spiele. Einfach mal so ein bisschen Apex, aber in ruhig. So, das könnten wir, glaube ich, alle mal gut vertragen, die auf dem PC sind. Ja, aber ich glaube auch so für jemand wie Kirito,
der ja auch dann, wenn ich mit ihm Ranked spiele, der dann auch in PC-Lobbys unterwegs ist. Ich glaube, er kann auch bestätigen, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Ne? Dass einfach PC-Lobbys nochmal aggressiver sind, dass viel, viel mehr los ist und auf Konsolen-Lobbys halt dementsprechend ja, ein bisschen ruhiger ist, alles ein bisschen langsamer ist und dementsprechend auch so teilweise so Gegner wie der Newcastle vor uns am Anfang oder die Lifeline, dass sie halt einfach so ein bisschen lost sind. Keine Ahnung. Ist da noch was? Ich höre nichts. Hört der liebe Kirito da etwas? Wenn du jetzt da irgendwas hörst und da sind jetzt Gegner, dann hole ich mir definitiv eine Konsole, weil dann scheinen dort die Footsteps besser zu sein. Wobei es eigentlich gerade gar keinen Sinn macht, weil sonst hätte ich das jetzt auch gehört in der Aufnahme. Doch, tatsächlich, da ist was. Oder bin ich einfach taub? Da ist was. Ender hin, hol es dir. Er campt da. Ja, und das ist, sowas wird es auf PC nicht geben. Lol, da ist noch einer. Hä? Warte, da waren gerade zwei Leute. Der eine, er knockt den einen und der andere macht gar nichts. So, die letzten zwei Squads sind jetzt noch da. Er hat 3200 Damage, 14 Kills. Krass auf jeden Fall. Und er hört wieder was und ich höre gar nichts. Also, anscheinend bin ich taub oder so, ich weiß es nicht. Doch, jetzt höre ich was. Perfekt, ja. Oh. Gut, ja, perfekt, gut gemacht. Kommen. Ah! Wir sind reingelaufen. Man denkt als Gegner immer so, ja, die Q von der Cat, die macht mir ja nicht so viel Damage. Aber wenn du wirklich dann teilweise da länger drin stehst, dann kann die schon echt gut Damage machen. Ich höre halt wieder nichts, aber er hört irgendwas, oder? Bin ich taub? Jetzt höre ich wieder was. Die Befürchtung, das ist jetzt ein ganzer Squad, also ein Duo und ein Solo-Spieler habe. Weil bei der Sound wäre doch jetzt eigentlich locker auch das andere Team gekommen. Das ist der Sniper-Spieler, oder? Ja. Ja. Lul. Es ist halt immer so blöd, wenn dann hinten noch ganz hinten ein Sniper-Spieler steht. Der andere dann mit der R99 da rumgammelt. Eine sehr schöne Ult, sehr schön. Darauf wäre ich jetzt niemals gekommen, da eine Ult zu machen. Da unten? Lol. Ja, das ist der Solo. Das ist ein Solospieler, oder? Ist es der Solospieler? ...3600 Damage? Hä? Er hätte es doch gerade killen können. Oh. Sehr stark. In der Ecke. Ist die da oder ist sie schon knocked? Hat das Gegnerteam schon geholt? Keine Ahnung. Ja.
Ja, da unten in der Ecke sitzt sie. Oh, das ist jetzt im Sandwich ist er gewesen. Das andere Team hat gar nichts gemacht. Das ist auch komisch. Oh ja, oh. Stabil. Schießrob. Perfekt. Nur noch ein Squad. Alter. 4000 Damage sind schon geknackt. Nice. Sehr stark. Sehr gut gespielt den Endfight. Auch die Ult war vor uns extrem gut gemacht. Heftig. Haben leider 2 Kills für die Tranny Bomb gefehlt, aber ich glaube, die hast du schon mit ihr. Aber 4k Damage. Die sind drinnen. Sehr schöne Runde. Solo in. Also. Solo versus Duos war das natürlich die Runde jetzt. 18 Minuten gegen die. 18 Kills und 4400 Damage. Krasse Runde auf jeden Fall. Es war sehr, sehr interessant, mal so ein Gameplay zu sehen. Wirklich. Das ist ja kein Vergleich mit der Reaction von Monte, weil er war ja natürlich ein Anfänger und Kirito ist ja jetzt schon jemand, der spielt seit Season 1 und hat dementsprechend auch Erfahrungen gesammelt in dem Game, sehr viele, und ist halt auch ein extrem guter Spieler. Er ist Platz 25 mit Catalyst in Deutschland auf PlayStation und das sagt schon, ich denke mal, das sagt schon so ein bisschen was aus. Und also er ist wirklich ein sehr guter Spieler und sein Aim so auf Range mit der 301, das war schon echt gut. Ne? Ich habe das ja auch öfters probiert, mit dem Controller auf Range zu spielen und das ist grauenvoll, wirklich. Also er hat die Stick schon echt gut unter Kontrolle. Also es war auf jeden Fall eine sehr spannende Runde, Leute. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wie gesagt, das Originalvideo ist in der Videobeschreibung verlinkt. Geht da gerne drauf. Lasst den lieben Kirito doch gerne mal, ja, schöne Grüße von mir da. Es würde mich sehr freuen. Und oder Moment mal, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir können ja mal live hier ein Like da lassen und können schreiben. Sehr schönes Video. Jetzt können wir dafür ein Smiley nehmen. Ach ja, nehmen wir das hier. Grüße aus der Reaction. Bam. Und kommentieren. Das könnt ihr auch gerne machen. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das ganze Video hier gefallen hat, beziehungsweise die Reaction, dann lasst mir gerne ein Like da und ein Abo. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ihn baumeln. Tschüss.